In der siebten Aufgabe war auch so etwas wie ein Resonanzkreis gegeben als Schaltung, jedoch kein rein Resonanzkreis, sondern eine Induktivität und ein Widerstand und eine Kapazität jeweils zueinander parallel und dann eben in Reihe zu dieser Induktivität. Und was jetzt von dieser Schaltung gezeichnet werden sollte, also das ist ein L, das ist R, das C ist die Impedanz-Ortskurve und die Admittanz-Ortskurve. Dafür male ich jetzt hier schon mal oder zeichne zwei komplexe Zahlenebenen. Das soll mal immer der Realteil werden von komplexen Admittanzen und der Imaginärteil von komplexen Admittanzen. Da die Schaltung sich sowohl induktiv als auch kapazitiv verhalten kann, brauchen wir hier den ersten und den vierten Quadranten beide. Die Admittanz von so einer Schaltung kann aber vom Realteil nicht negativ werden, deswegen kann dieser Teil hier so ein bisschen kleiner ausfallen. Und genau das gleiche jetzt noch einmal für Impedanzen. Also eine reelle Achse für Impedanzen, für ein komplexes Z. Und hier auf dieser Achse werden die Imaginärteile der komplexen Impedanzen Z abgetragen. So, wie fängt man jetzt am besten an? Wir können erstmal mit dem Y, das hier ist ja eine Parallelschaltung, die Admittanz der Parallelschaltung ergibt sich aus der Summe der Einzeladmittanzen dieser Bauelemente. Wir können mal mit einem YR anfangen von diesem Widerstand hier. Das zeichne ich in blau ein. Das ist 1 durch R und das wäre halt auf dieser Seite hier ein Zeiger, der ja nicht von der Frequenz abhängt. Also das, was gesucht ist, vielleicht kann man das hier nochmal ein bisschen genauer spezifizieren, ist das Z von Omega und das Y von Omega, also die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz. So, das R hier, das hängt nicht von der Frequenz ab, das wird also einfach ein Zeiger, das ist das YR, was in diese Richtung zeigt, rein reell ist. So, dazu kommt jetzt die Impedanz von der die Admittanz von der Kapazität. Die Admittanz von einer Kapazität ist J Omega C. Und das ist jetzt schon eine Ortskurve, denn das Omega ist ja variabel. Diese Admittanz ist rein imaginär, die zeigt nach oben. Und ich addiere die jetzt gleich mal zu dieser hier. Oder ich zeichne die immer erstmal so ein. Die Addition können wir gleich machen. Also das wäre eine Ortskurve, die hier in diese Richtung zeigt. Ich zeichne die mal noch ein bisschen drüber hinaus. Hier unten wäre das Omega gleich 0. Das ist eben das YC von Omega. Und hier oben in diese Richtung, da geht das Omega, da geht die Kreisfrequenz gegen unendlich. Da wird die Admittanz dieser Kapazität immer größer. So, und diese beiden kann man jetzt eben parallel schalten, das YRC berechnen. Das ergibt sich dann eben aus der Summe der Admittanz des Widerstandes und der Admittanz der Kapazität. Also das und das zusammen addiert, das kann man jetzt rein grafisch machen. Diese grüne Ortskurve muss ans Ende dieses blauen Zeigers und dann ergibt sich die Admittanz dieser Gesamtschaltung. Also das hier, eine gerade nach oben, das ist das YRC von Omega. Hier unten ist die Stelle, wo Omega 0 ist und hier oben ist die Stelle, wo Omega gegen unendlich geht. So, diese Admittanz dieser Schaltung, dieses roten Teils hier, die muss ja jetzt in Reihe geschaltet werden zu der Impedanz von der Induktivität. Das heißt, wir müssen aus dieser Ortskurve jetzt erstmal eine Impedanz-Ortskurve machen. Jetzt kann man schauen, was das ist. Das ist eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft. Da hilft uns der zweite Inversionssatz und sagt, daraus wird ein Kreis, oder weil es eine Halbgerade ist, eben ein Halbkreis durch den Koordinatenursprung. Also der muss auf jeden Fall schon mal hier liegen. Das ist sozusagen der Punkt, ja, hier wird der Betrag immer größer, immer größer, immer größer, invertiert wird der Betrag immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, dann landen wir hier im Koordinatenursprung. Hier geht der Winkel, wenn man sich verschiedene Zeiger
auf diese Ortskurve anschaut, hier wird der Winkel immer größer und geht gegen 90 Grad. Deswegen invertiert kommen wir unten mit einem minus 90 Grad Winkel an. Und dann brauchen wir eben noch diesen Punkt. Das ist der, der hier den kleinsten Abstand hat und einen Winkel von 0. Und das wird dann invertiert, der, der hier den größten Abstand hat. Den zeichne ich mal vollkommen beliebig hier hin. Das ist ja nur rein qualitativ. Ja, und dann sieht eben diese Ortskurve, dieser Halbkreis, der sieht so aus, das ist das ZRC, die Impedanz dieser Parallelschaltung, die sich eben ergibt aus dieser Inversion 1 durch YRC und dann wird eben aus dieser Halbgerade ein Halbkreis. Das ist eben die Stelle, wo das Omega gegen 0 geht oder 0 ist und das hier ist die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. So, und zu dieser Impedanz dieses roten Teiles, dieser Parallelschaltung, muss jetzt noch die Impedanz von der Induktivität dazu. Und die Impedanz von der Induktivität ergibt sich aus J Omega L. Das ist was, was wir hier eigentlich schon mal hatten, bloß jetzt eben nicht als Admittanz, sondern als Impedanz. Das ist das ZL von Omega. Hier unten ist Omega 0 und hier oben in diese Richtung, da geht das Omega gegen unendlich. Und jetzt muss als letztes noch das Z gesamt ausgerechnet werden. Und das ergibt sich eben aus der Summe von dem roten Z, von dem Teil dieser Parallelschaltung, der Admittanz dieser Parallelschaltung, das war ZRC von Omega, oder das von Omega spare ich jetzt mal mir aus Platzgründen, plus diese hellblaue Impedanz hier von dem ZL. So, und diese Addition, die ist jetzt so ein bisschen diffizil, die grafisch zu machen. Aber schauen wir uns das mal stückchenweise an. Also, wir müssten jetzt diesen Punkt und diesen Punkt hier addieren. Der Punkt hier ist ja einfach 0, dann starten wir sozusagen bei diesem Punkt. So, und jetzt kommt auf diesen Kreis immer sozusagen ein Stück dieser Ortskurve drauf. Also, wenn das Omega größer wird, wandern wir diesen Kreis entlang und gleichzeitig wandern wir diese Kurve hier hoch. Also, auf diesen Kreis kommt hier ja, so ein bisschen was drauf, ne? Wir landen über dem Kreis, hier landen wir noch weiter über dem Kreis, hier landen wir noch weiter über dem Kreis, noch weiter über diesem Kreis, noch weiter über diesem Kreis, noch weiter über diesem Kreis und dann wandern wir hier oben auch sozusagen so gegen unendlich. So, und jetzt diese Punkte alle miteinander verbunden, sieht die Gesamtimpedanz-Ortskurve, also diesen Punkt hier mal noch weg, sieht die Gesamtimpedanzortskurve dieser Schaltung, gleich habe ich es, die Gesamtimpedanzortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz sieht so aus, dass hier unten ist der Punkt, wo die Frequenz 0 ist und dass hier oben ist die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. Und jetzt kann man schon schauen, diese Stelle hier, das ist die Stelle, wo die Gesamtimpedanz keinen Phasenwinkel hat, wo der Phasenwinkel 0 oder kein Phasenwinkel, wo der Phasenwinkel 0 ist. Das ist die Stelle, wo die Kreisfrequenz genau der Kompensationskreisfrequenz entspricht, wo sich die Imaginärteile der Impedanz von der Induktivität und von der Kapazität aufheben und wo diese ganze Schaltung, obwohl die eine Induktivität enthält und eine Kapazität enthält, wo diese ganze Schaltung sich einfach nur wie ein Widerstand, wie ein ohmscher Widerstand verhält. Der nicht unbedingt dem Wert dieses Widerstandes hier entspricht, aber sozusagen sich wie ein Widerstand verhält. So, das ist die Gesamtimpedanz-Ortskurve. Kann man jetzt nochmal irgendwie einmal so kurz drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist. Also, wenn die Kreisfrequenz ganz klein ist, wenn die 0 ist, verhält sich das hier wie ein Leerlauf. Das hier wie ein Kurzschluss, das hier wie ein Leerlauf. Das heißt, es bleibt nur dieser Widerstand über. Das ist hier der Wert dieses Widerstandes. Also hier auf der Impedanzachse, diese Stelle ist eigentlich R. Wir starten mit diesem Widerstand. Jetzt wird die Frequenz so ein ganz bisschen größer. Die Induktivität kommt noch nicht so wirklich zum Tragen, aber diese Kapazität hier wirkt schon. Das heißt, die Schaltung verhält sich erstmal kapazitiv
Und ja, dadurch, dass jetzt die Frequenz steigt, kann immer mehr Strom durch diese Kapazität hier fließen und deshalb sinkt eben die Gesamtimpedanz. Der Betrag wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Irgendwann heben sich halt genau diese negativen Blindanteile hier auf, sodass die ganze Schaltung sich wieder wie ein Widerstand verhält, der aber viel kleiner ist als dieser Widerstand hier. Und dann, wenn die Frequenz immer höher wird, wird das hier zwar wie ein Kurzschluss, geht immer mehr gegen Kurzschluss, aber das geht immer mehr gegen einen induktiven Leerlauf und deswegen steigt die Impedanz dann wieder an und geht eben gegen einen Phasenwechsel von plus 90 Grad. So, das Letzte, was man jetzt noch machen musste, ist diese Gesamtimpedanz nochmal nehmen und invertieren. Also 1 durch das Z-Gesamt rechnen, sodass da wieder die Gesamtadmittanz rauskommt. Und das muss jetzt hier nochmal einmal gezeichnet werden auf dieser Seite. So, also wir fangen mal mit diesem Punkt an. Diesen Punkt hatten wir vorhin schon mal invertiert, das war dieser Punkt hier. Also das muss die Stelle sein, wo Omega gleich 0 ist. Dann ist hier ja, das ist so ein nächster charakteristischer Punkt, hier ist der Phasenwinkel auch 0. Phasenwinkel 0 invertiert, muss hier auch ein Phasenwinkel von 0 ergeben. Hier ist der Betrag aber kleiner als das hier hinten. Was Kleineres invertiert, muss was Größeres ergeben. Also dieser Punkt hier, der muss irgendwo hier hinten landen. Das muss die Stelle sein, wo Omega gleich Omega K ist, dieser Kompensationskreisfrequenz entspricht, wo sich die Blindanteile aufheben. Und jetzt können wir schauen hier, also diese beiden Punkte verbindet sowas wie so ein Kreis oder wie so ein Halbkreis, kein exakter Kreis, aber nahezu sowas wie so ein Halbkreis, der hier einen negativen Winkel hat, das heißt invertiert muss der einen positiven Winkel haben. Und naja, dritter Inversionssatz sagt, ein Kreis, ein Fastkreis, nicht durch den koordinaten Ursprung ergibt auch wieder ein Kreis, Fastkreis, nicht durch den koordinaten Ursprung. Also das heißt, diese beiden Punkte hier, die werden, naja, durch sowas wie so einen Kreisbogen ungefähr miteinander verbunden. So, und dann geht das hier, hier wird der Betrag jetzt wieder größer auf dieser Seite. Das heißt, invertiert muss der Betrag kleiner werden. Wir müssen näher an diesen koordinaten Ursprung ranwandern. Und wenn wir hier ganz oben langlaufen, dieser Punkt, wo das immer größer wird und unendlich wird, der muss wieder hier landen. Das ist die Stelle, wo Omega gegen unendlich geht. Naja, und hier wird jetzt der Winkel auf diese Ortskurve hier von den Zeigern, der wird immer größer und immer größer und geht gegen plus 90 Grad. Das heißt, hier müssen wir gegen minus 90 Grad laufen. Und deswegen sieht dann diese Ortskurve hier so aus. Also ungefähr so. Ja, der Phasenwinkel wird erst positiv, die Schaltung verhält sich kapazitiv. Dann wird der Phasenwinkel 0, wieder 0, die Schaltung verhält sich oben. Dann, wie gesagt, bei höheren Frequenzen gewinnt diese Induktivität hier an Einfluss. Dann wird der Phasenwinkel der Admittanz hier negativ, die Schaltung verhält sich oben induktiv. Und dann wird die Admittanz von dieser Induktivität hier immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und deshalb ja, laufen wir hier in diesen Leerlaufpunkt rein. So, und das ist dann eigentlich und uneigentlich auch die Gesamtimpedanz und die Gesamtadmittanz Ortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit von der Frequenz gezeichnet. Was sind so die typischen Fehler, die dabei passiert sind? Einige Leute haben einfach nur ein Zeigerbild gezeichnet, also das schon irgendwie gezeichnet, aber für den Fall, dass die Frequenz Kreisfrequenz konstant ist, dann kommt natürlich einfach nur ein Zeigerbild raus, keine Ortskurve. Dann ja, wurde das hier irgendwie durcheinander gebracht. Also dann hatte zum Beispiel die Admittanz der Kapazität einen negativen Imaginärteil, weil irgendwas mit dem J hier schiefgelaufen ist oder hier, also so dass sozusagen die Quadranten vertauscht waren. Was natürlich auch relativ problematisch war, war diese grafische Addition hier. Also auf diesen Halbkreis wird diese Ortskurve, die hier nach oben geht, drauf addiert, sodass hier diese, naja, seltsame Kurve rauskommt, die dann invertiert eben diese Spirale oder diese Art Spirale hier ergibt.
Und was einige Leute auch gemacht haben, ist überhaupt gar nichts gezeichnet bei dieser Aufgabe, sondern einfach nur ganz viel so komplexe Rechnungen aufgeschrieben und gedacht, das ist jetzt eine Ortskurve. Nein, nein, eine Ortskurve ist ein grafisches Lösungsverfahren, das, was hier gezeigt ist.